أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde die Schlacht von Hamra al-Asad erwähnt. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib RA erwähnt die Schlacht von Hamra al-Asad im Zusammenhang mit der Rückkehr der Muslime aus der Schlacht von Uhud und beschreibt die Zustände in Medina und in Hamra al-Asad. Dabei zitiert er aus verschiedenen Geschichtsbüchern, die ich erwähnen werde. Er schreibt: Die Nacht nach der Schlacht von Uhud war eine Nacht voller Furcht. Obwohl es den Anschein hatte, als ob das Heer der Quraysh den Weg nach Mekka eingeschlagen hatte, bestand dennoch die Gefahr, dass ihre Handlungen darauf abzielten, die Muslime zu täuschen und möglicherweise unerwartet auf Medina zurückzurücken. Die Nacht nach der Schlacht von Uhud war eine Nacht, wurde dementsprechend behandelt. In dieser Nacht wurde in Medina für ausreichende Wachen gesorgt und das Haus des Heiligen Propheten wurde die ganze Nacht von den Sahaba bewacht. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass dieser Verdacht nicht bloß eine reine Vorstellung war. Vor dem Fajr-Gebet am nächsten Morgen erhielt der Heilige Prophet zusammen die Nachricht, dass das Heer der Quraysh wenige Meilen von Medina entfernt Rast gemacht hatte und die Stammesführer der Quraysh sich in einer hitzigen Diskussion befanden, ob sie den Sieg nutzen und auch Medina angreifen sollen. Denn einige der Quraysh machten sich gegenseitig Vorwürfe, dass sie weder Mohammed getötet haben, noch muslimische Frauen als Konkubinen versklavt haben oder ihren Reichtum geplündert haben. Sie kritisierten sich dafür, dass sie die Muslime nach ihrem Sieg nicht vollständig vernichtet haben, sondern sie ziehen lassen haben und so ihnen die Möglichkeit gegeben hatten, sich erneut zu sammeln. Doch nun habt ihr noch die Gelegenheit, nach Medina zurückzukehren, um die Stadt anzugreifen und den Kern der Muslime zu zerstören. Andere hingegen waren der Meinung, dass der Sieg, den ihr bereits errungen habt, als Erfolg betrachtet werden sollte. Ihr solltet daher zurückkehren, um diese Errungenschaft nicht zu verlieren. Wenn ihr jetzt nach Medina zurückkehrt und angreift, werden die Muslime bis zum Tod kämpfen und selbst diejenigen, die nicht in Uhud gekämpft haben, werden sich daran beteiligen. Doch letztendlich setzten sich die Meinungen der hitzigen Leute durch und die Quraysh begannen mit den Vorbereitungen, um nach Medina zu ziehen. Als der heilige Prophet von diesen Ereignissen erfuhr, rief er sofort die Muslime zur Vorbereitung auf. Ich hatte diesen historischen Moment bereits zuvor erläutert, doch möchte ihn jedoch aufgrund weiterer Vorkommnisse erneut aufgreifen. Der heilige Prophet Sassam befahl, dass nur diejenigen, die an der Schlacht von Uhud teilgenommen hatten, sich ihm anschließen durften. Die Mujahideen von Uhud, von denen viele verwundet waren, verbanden ihre Wunden und zogen mit ihrem Anführer los. Es wird berichtet, dass die Muslime mit einem solchen Elan und Eifer aufbrachen, als würden sie wie ein siegreiches Heer nach einem Triumph den Feind verfolgen. Nach 8 Meilen erreichten sie Hamra al-Asad,
wo sie die Leichen von zwei Muslimen auf dem Feld vorfanden. Nach Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um zwei Spione handelte, die der heilige Prophet hinter die Quraysh geschickt hatte. Doch die Quraysh hatten sie bei einer Gelegenheit getötet. Der heilige Prophet ließ ein Grab für die Märtyrer ausheben und beerdigte sie zusammen. Da der Abend angebrochen war, ordnete der heilige Prophet an, hier Rast zu machen. Er sagte, auf dem Feld sollten an verschiedenen Stellen Feuer entzündet werden. Auf dem gesamten Feld von Hamra al-Assad wurden 500 Feuerflammen entzündet. Jeder, der aus der Ferne darauf blickte, war verängstigt. Zu dieser Gelegenheit kam der Führer des Stammes Khuda, einem Mushrik namens Mabit, zum heiligen Propheten. Er zeigte Sympathie für die Verstorbenen von Uhud und kehrte dann auf seinen Weg zurück. Am nächsten Tag kam er in der Ortschaft Roha an und siehe da, das Heer der Quraysh war dort am Rasten und es liefen Vorbereitungen für die Umkehr Richtung Medina. Mabit ging sofort zu Abu Sufyan und sagte zu ihm, was hast du vor? Bei Allah, ich habe soeben das Heer von Muhammad bei Hamra al-Assad hinterlassen. Und ich habe noch nie ein so schreckenerregendes Heer gesehen. Die Niederlage von Uhud und das daraus resultierende Bedauern hat in ihnen so viel Elan aufkommen lassen, dass sie euch beim ersten Wiedertreffen auslöschen werden. Abu Sufyan und seine Anhänger wurden von den Äußerungen von Mabit dermaßen abgeschreckt, dass sie den Gedanken aufgaben, nach Medina zurückzukehren und sofort nach Mekka eilten. Als der heilige Prophet die Nachricht erhielt, dass die Armee der Quraysh auf diese Weise geflohen war, dankte er Gott und sagte, das ist der Schrecken Gottes, den er in die Herzen der Ungläubigen geschlagen hat. Wie ich bereits sagte, habe ich diese Begebenheit schon zuvor detailliert erzählt. Das war eine Zusammenfassung. Danach blieb der heilige Prophet noch 2 oder 3 Tage in Hamra al-Assad. Nach einer Abwesenheit von 5 Tagen kehrte er nach Medina zurück. Bei diesem Feldzug wurden 2 Soldaten aus den Reihen der Quraysh, von denen einer ein Verräter und der andere ein Spion war, von den Muslimen gefangen genommen. Da ihre Strafe nach den Gesetzen des Krieges der Tod war, wurden sie auf Befehl des heiligen Propheten hingerichtet. Einer von ihnen war ein berühmter Dichter aus Mekka namens Abu Uzza, der in der Schlacht von Badr in die Hände der Muslime geriet. Bei dieser Gelegenheit ließ der heilige Prophet ihn ohne Lösegeld frei, nachdem er um Vergebung gebeten hatte und versprochen hatte, nie wieder gegen die Muslime zu kämpfen. Doch er verriet die Muslime und nahm erneut am Krieg gegen die Muslime teil, obwohl der heilige Prophet ohne Lösegeld ihn freiließ. Darüber hinaus beteiligte er sich nicht nur selbst, sondern stachelte mit seinen provokanten Gedichtstrophen auch andere an. Da sich der Verrat eines solchen Mannes als sehr schädlich für die Muslime hätte erweisen können, ordnete der heilige Prophet ihn zu töten, als er nun ein zweites Mal von den Muslimen gefangen genommen wurde. Abu Uzza versuchte sich wie beim ersten Mal wieder mit einer mündlichen Entschuldigung in die Freiheit zu reden. Doch der heilige Prophet lehnte dies ab, indem er sagte, La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marataini. Das heißt, ein Gläubiger wird nicht zweimal aus demselben Loch gebissen. Der zweite Gefangene war Muawiyah bin Murera. Dieser gehörte zu den Verwandten von Hazrat Usman bin Affan, r.a., war aber ein extremer Feind des Islam. Nach der Schlacht von Uhud zog er weiterhin heimlich in der Umgebung von Medina umher. Doch die Gefährten entdeckten ihn.
Sie nahmen ihn fest und führten ihn zum heiligen Propheten Sallam. Nach Fürsprache von Hazrat Usman ließ der heilige Prophet Sallam ihn unter der Bedingung frei, dass er innerhalb von 3 Tagen abreisen würde. Andernfalls würde er gemäß der Strafe, die für die Spionage vorgesehen ist, hingerichtet werden. Also, er wurde davor schon gewarnt, dass er zur Strafe getötet wird, wenn er den Ort nicht innerhalb von 3 Tagen verlässt, weil er spioniert hat. Wenn du gehst, ist alles in Ordnung, sonst nicht. Morvi versprach, innerhalb von 3 Tagen abzureisen. Doch als diese Frist verstrichen war und er immer noch heimlich in Medina umherkreiste, wie zuvor, wurde er hingerichtet. Sein Motiv ist in der Geschichte nicht überliefert, aber wenn sich jemand so heimlich in der Nähe von Medina auffällt und dann trotz Warnung über die festgesetzte Frist hinaus dort bleibt, zeigt es, dass er gefährliche Absichten hegte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er aufgewühlt und verärgert über die sichere Rückkehr des heiligen Propheten vom Feld von Uhud nach Medina war und deshalb mit einem bösen Motiv gegen die Person des heiligen Propheten kam und plante mit Hilfe einer Verschwörung, die von den Juden oder Götzendienern von Medina ausgeheckt worden war, einen heimlichen Anschlag zu verüben. Doch Allah, der Erhabene, gewährte seinen Schutz und sein Plan konnte nicht gelingen. Es gibt umfangreiche Diskussionen über den Ausgang der Schlacht von Uhud. Einige Historiker betrachten die Schlacht von Uhud als Niederlage, während andere sich davor scheuen, sie als Sieg zu bezeichnen und eine Zwischenposition einnehmen. Es gibt jedoch auch Historiker, die diese Schlacht nach einer anfänglichen Niederlage im Allgemeinen als Sieg sehen. In Wirklichkeit lässt sich gemäß den damaligen kriegerischen Prinzipien und Sitten nicht eindeutig sagen, dass die Muslime in der Schlacht eine Niederlage erlitten hätten. Welche Niederlage und welcher Sieg der Ungläubigen? Als Abu Sufyan mit seiner Truppe letztendlich rufend das Schlachtfeld verließ und nach Mekka zog, standen immer noch Muslime auf dem Schlachtfeld. Einer seiner provokanten Rufe dort waren: Der heutige Tag ist die Vergeltung für Badr. Doch auch dies war nur ein leeres Geschrei von ihm, denn wie sollte er den Tag von Badr gerecht worden sein? In der Schlacht von Badr wurden viele ihrer Soldaten, darunter große Führer, getötet. 70 ihrer Männer wurden gefangen genommen und eine große Kriegsbeute fiel den Muslimen in Badr zu. Die siegreichen Muslime von Badr verweilten traditionell 3 Tage auf dem Schlachtfeld von Badr, während das Heer der Ungläubigen davon floh. In der Schlacht von Uhud blieb jedoch keiner dieser Ergebnisse den Ungläubigen vergönnt. Wie also könnte dies eine Vergeltung für Badr sein? Deshalb haben die Muslime in der Schlacht von Uhud keineswegs eine Niederlage erlitten. Ja, nach einem klaren Sieg im ersten Teil der Schlacht erlitten sie im zweiten erhebliche Verluste. Doch dies änderte nichts an der Tatsache, dass sie sich tapfer geschlagen haben. In der Schlacht von Uhud erreichten die Ungläubigen keinen dieser Erfolge. Wie sollte dies also eine Vergeltung für Badr sein? Deshalb haben die Muslime in der Schlacht von Uhud keinesfalls eine Niederlage erhalten. Obwohl die Ungläubigen eine kurze Phase der Überlegenheit hatten, konnten sie den Muslimen keinen großen Schaden zufügen. Gemäß der damaligen Tradition kehrten sie ohne Beute zurück. Wenn man zudem die Verfolgung der Muslime nach Hamra al-Asad berücksichtigt, erscheint die Schlacht von Uhud als klarer Sieg. Die Rückschläge, die sie während der Schlacht erlitten, boten den Muslimen und ihren Nachkommen wertvolle Lehren. Also Mr. Bashir Ahmed berichtet, dass die Schlacht von Uhud langfristig betrachtend keine entscheidende Rolle in der Geschichte spielte und im Vergleich zur Schlacht von Badr als weniger bedeutend einzustufen ist. Allerdings hatte diese Schlacht kurzfristig sicherlich negative Auswirkungen auf die Muslime. Erstens, 70 Gefährten wurden in dieser Schlacht getötet, darunter auch einige der älteren Gefährten, und es gab viele Verletzte. Zweitens, die Juden und Heuchler von Medina, die durch die Schlacht von Badr eingeschüchtert worden waren, wurden nach Uhud mutiger. Abdullah bin Ubay und seine Anhänger verspotteten die Muslime sogar offen.
Drittens, die Ungläubigen in Mekka gewannen an Zuversicht. Sie glaubten, die Schlacht von Badr gerecht zu haben und sahen sich in der Lage, in Zukunft gemeinsam die Muslime zu vernichten. Und viertens, auch andere Stämme trauten sich nach der Schlacht gegen die Muslime aufzubegehren. Doch trotz dieser Nachteile ist es eine offensichtliche Wahrheit, dass der Schaden, den die Muslime den Ungläubigen der Schlacht von Badr zugefügt haben, durch den vermeintlichen Sieg der Ungläubigen Uhud nicht relativiert werden kann. In der Schlacht von Badr wurden viele der Führer, die das Rückgrat des Lebens der Quraysh ausmachten, getötet. Wie im Koran erwähnt, wurden die Wurzeln dieser Stämme durch den Sieg in Badr abgeschnitten. All dies wurde durch ein Volk erreicht, das im Vergleich zu ihnen aus materieller Sicht unbedeutend war. Ohne Zweifel wurden demgegenüber den Muslimen im Schlachtfeld von Uhud viel Schaden zugefügt. Doch war dieser Schaden im Vergleich zum Schaden sehr klein und temporär, den die Quraysh in der Schlacht von Badr erlitten hatten. Der heilige Prophet, zusammen, der das Zentrum des Islam, der islamischen Gesellschaft und das Ziel der Attacken der Quraysh war, war durch die Gnade Allahs am Leben. Darüber hinaus blieben die großen Gefährten, mit der Ausnahme von ein oder zwei, ebenfalls unversehrt. Des Weiteren stand die Niederlage der Muslime einer Armee gegenüber, die zahlenmäßig und von der Kriegsausstattung weit überlegen war. Danach war die Niederlage von Uhud im Vergleich zum großartigen Sieg von Badr eine Kleinigkeit. Vielmehr hat sich diese Niederlage als vorteilhaft für die Muslime erwiesen, da dies für die Muslime kristallklar offenbarte, dass das Handeln gegen den Willen des heiligen Propheten niemals zum Erfolg führen kann. Der heilige Prophet hatte vorgeschlagen, dass man in Medina bleiben sollte und dies mit seiner Wahrträume untermauert. Doch die Menschen haben darauf beharrt, außerhalb Medinas zu kämpfen. Der heilige Prophet zusammen hatte sie in einer Bergkluft in Uhud stationiert und mit großem Nachdruck angewiesen, egal was passieren sollte, diesen Ort nicht zu verlassen. Doch verließen sie die Kriegsbeute, an die Kriegsbeute denken, den Platz und kamen runter ins Schlachtfeld. Somit hatte sich eine Schwäche in der Umsetzung von einer begrenzten Gruppe offenbart. Da jedoch das menschliche Zusammenleben alle in einer Kette hält, haben alle in Konsequenz dieser Schwäche Schaden davon getragen. Genauso wie wenn jemand etwas Vorteilhaftes täte, alle davon profitieren würden. Wir sehen, dass sehr viele Menschen auf der Welt, die Ahmadi Muslime gutheißen, 100% der Ahmadis haben nicht ein hohes Niveau, doch aufgrund der wenigen, die ein gutes Niveau aufweisen, nehmen sie die anderen in der Gesamtheit mit gutem Niveau wahr. Wo der Rückschlag von Uhud einerseits Schmerz verursacht hat, war für die Muslime auch eine großartige Lektion. Der Schmerz war nur ein vorübergehendes Hindernis, der den Muslimen im Weg stand. Danach sind die Muslime wie eine großartige Flut, die sich durch ihre Stöße aufschaukelt, Richtung ihr Ziel aufgebrochen. Also Khalifat al-Masih der IV. Rahimullah hat einige folgende Punkte in der Analyse zu den Begebenheiten nach der Schlacht von Uhud wie folgt festgehalten. Sagt erstens, es gab keine bessere Methode, das Gefühl der Niederlage der Muslime zu eliminieren, nämlich dass man sie ohne zu zögern aufs Neueste in das Schlachtfeld bringt. Dadurch, dass der heilige Prophet frische Männer und neue Kämpfer verboten hat, damit zu kommen, hat er eindeutig bewiesen, dass er nicht auf oberflächliche Mittel vertraut hatte. Vielmehr war er in seinem Anspruch und Glauben wahrhaftig, dass sein wahres Vertrauen in seinem Herrn allein liegt und dass er fürwahr in seiner Hilfe allmächtig ist. Durch diese Entscheidung hat der Heilige Prophet seine Gefährten drittens aufgemuntert, die im Schlachtfeld von Uhud zurückgefallen sind und ihnen sein volles Vertrauen gezeigt haben, dass sie in Wahrheit nicht Flüchtige waren, sondern durch eine plötzliche, unvermeidbare Situation dazu gezwungen waren.
In den Geschichten der Kriege findet man kein solches Beispiel, dass ein General so großes Vertrauen in seine Armee hatte. Ein Herr, das vor wenigen Stunden ihn verlassen hat und das Schlachtfeld verlassen hatte. Und das außer einigen Loyalen keiner mehr übrig blieb. Nummer 4. Dass dieses Vertrauen des Heiligen Propheten hundertprozentig richtig war und es keine falsche Entscheidung war. Das zeigt sich dadurch, dass ohne Zweifel, dass alle Kämpfer von Uhud mit vollem Elan in diesem sehr gefährlichen Krieg teilgenommen hatten. Sie hatten nicht einmal die Kraft zu laufen. Und kein einziger von ihnen kehrte dem Rücken. Und keiner von ihnen hat kritisiert, dass nachdem wir jetzt zwar einmal mit großer Mühe überlebt haben, dass wir nun erneut in die Gefangenschaft des Feindes gehen. Muhammad Mustafa Sallam und seine Entscheidung, die Feinde der Quraysh zu verfolgen, solch ein Beispiel finden wir niemals in der Geschichte wieder. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam innaka Hamidul Majid. Fünftens, aus den weiteren Ereignissen stellte sich heraus, dass dieser Schritt des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur psychische und physische Vorteile hatte, sondern auch aus kriegerischer Sicht sehr vorteilhaft war. Und dadurch hatte der Feind nicht die Möglichkeit, nochmals anzugreifen, sondern er kehrte statt als siegreiches Heer nicht zurück, sondern als ein Heer, das voller Furcht war. Der Heilige Prophet zusammen hat mit voller Weisheit und mit großer Strategie gearbeitet und gehandelt. Und dieser Geschichtsab schreibt, wenn man sich auf die Schlachten des Heiligen Propheten zusammen schaut, so findet man unglaubliche Beispiele der Tapferkeit und der Strategie des Heiligen Propheten zusammen, die er als Kriegsführer in sich beherbergte. Jedoch war der Heilige Prophet sallam im ersten und letzten nicht nur ein Kriegsherr, sondern er war ein spiritueller und moralischer Kriegsführer, der die Flagge in der Hand hielt. Das ist sehr wichtig zu beachten. Er hat stets die Flagge der moralischen Eigenschaften getragen. Und der Dschihad, in dem er beschäftigt war, war ein Dschihad, der niemals zu Ende ging, der auch im Frieden weiterging, genauso wie er in Zeiten des Krieges ging. Auch am Tag erhob er diese Flagge der moralischen Eigenschaften, der hohen moralischen Werten hoch. Auch wenn der Feind den Heiligen Propheten sallam und seinen Gefährten großen Schaden zugefügt hatte, ihn verletzt hatte, doch dennoch ließ der Heilige Prophet sallam nicht mal ein wenig die Flagge der Moral etwas herunterwirken. Trotz all dem konnte man immer die Moral des Heiligen Propheten sallam sehen und er hielt immer diese Flagge in seiner Hand fest. Als der Heilige Prophet sallam vollkommen verletzt war am Körper und er auf dem Feld von Uhud herunterfiel, zeigte sich auch diese Flagge mit einem besonderen Kennzeichen und er hielt diese Flagge immer noch und wehte sie. Trotz dessen, dass auf allen Seiten die Gefährten herunterfielen. Die Moral des Heiligen Propheten sallam und der Gehorsam und der Wille der Sahaba zeigte sich mit großer Kraft. Und der Fatih Azam, der großartige Sieger, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, erhielt in jedem Kampf großartige Siege. Und dass er trotz dieser schwierigen Phase in Frieden zurückkehrte und heil zurückkehrte. Hazrat Muslim oder Zitalan schreibt, auch wenn die Schlacht von Uhud vermeintlich eine Niederlage erschien, war es doch ein großartiger Beweis für die Wahrhaftigkeit des Heiligen Propheten sallam. In dieser Schlacht erfüllte sich gemäß der Prophezeiung des Heiligen Propheten sallam zuerst ein Sieg und Fortschritt,
Doch gemäß der Offenbarung des Heiligen Propheten wurde sein geliebter Onkel in der Stadt getötet. Dann wiederum gemäß der Prophezeiung des Heiligen Propheten wurde einer der Kriegsführer der Quraysh getötet. Dann gemäß der Prophezeiung des Heiligen Propheten wurde auch er selbst verletzt und sehr viele Sahaba wurden getötet. Des Weiteren mussten Muslime ein solches Beispiel an Moral und Verhalten zeigen, was wir in der Geschichte nicht wiederfinden, ein solches Beispiel. Daher war die Schlacht von Uhud ein großartiger Sieg. Also Muslim schreibt darüber, wie es sich danach verhielt, wie der Heilige Prophet zusammen die Erziehungsmaßnahmen des Tabligh weiterführte, sagt er. Viele Muslime wurden in dieser Schlacht verletzt. Und doch kann man sie nicht als eine Niederlage bezeichnen, sondern als einen großartigen Sieg. Ein Sieg, den die Muslime bis zum jüngsten Gericht gedenken werden. Und es wird ihren Glauben weiterführen und stärken. Und der Heilige Prophet zusammen konnte seine Arbeit, Tarbiyat und Talim, also Erziehung und Wissen lehren, auch weiterhin fortführen. Nach der Schlacht von Uhud erhob sich in den Heuchlern und Juden von Medina noch mehr Eifer gegenüber den Muslimen. Und sie dachten, sie könnten dem Islam Schaden zurichten. Und die Juden begannen den Heiligen Propheten solchen Schmerz zuzufügen, indem sie ihn mit solch obszönen Strophen verspotteten. Einmal wurde der Heilige Prophet zusammen in das Schloss der Juden gerufen, um über ein Problem zu schlichten. Zu bewerfen und ihn zu töten. Doch der Allah Ta'ala hat es dem Heiligen Propheten zusammen rechtzeitig mitgeteilt und er verließ den Ort. Im Nachhinein haben die Juden sogar ihren Fehler zugegeben. Unmittelbar nach der Schlacht von Uhud die Erwähnungen und Raul Asad. Beten Sie weiterhin für den Zustand der Welt, der Muslime und für die Palästinenser, bitte ich immer wieder um Gebete. Auch wenn oberflächlich es immer wieder Waffenstillstand gefordert wird und es scheint, doch die Zustände scheinen so zu sein, dass auch wenn es dazu kommt, zu einem Waffenstillstand, wird sich der Gräuel gegenüber den Palästinensern nicht mindern. Möge Allah auch den Palästinensern Kraft verleihen und ihnen ermöglichen, sich Gott zuzuwenden. In diesen Zeiten, die aktuellen entstehenden Umstände, haben auch den Stolz der Hochmütigen gebrochen. Und es scheint, dass Allah, der Allmächtige, den Prozess begonnen hat, ihren Hochmut und Stolz ein Ende zu setzen. Es ist nicht sicher, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird. Allah weiß es am besten. Wie auch immer, in jedem Fall wird ihr Hochmut ein Ende finden. Und es werden sogar Stimmen von innen laut. Zum Beispiel gibt es Proteste in den USA, obwohl versucht wird, diese Proteste mit Gewalt zu stoppen, werden sie wieder aufkommen. Auch wenn sie temporär gestoppt werden, werden sie wieder kommen. Möge Allah, der Allmächtige, den Mächten der Welt Verstand geben, dass sie mit Gerechtigkeit handeln. Für sie gilt ein eigenes Gesetz, für die anderen Menschen ein eigenes. Und das wird irgendwann dazu führen, dass sie auf ihren eigenen Knien fallen werden. Das zweite Gebet, worum ich bitten möchte, betrifft meine Person. Seit einiger Zeit habe ich Herzklappenbeschwerden. Die Ärzte haben einen Eingriff vorgeschlagen, was ich jedoch immer aufschob. Nun sagen die Ärzte aber angesichts des Krankheitsstadiums, es sei nicht ratsam, noch länger zu warten. Auf ihren Rat hin wurde vor einigen Tagen dann ein Eingriff durchgeführt, um die Klappe zu ersetzen. Alhamdulillah, der Eingriff verlief erfolgreich. Aufgrund dessen konnte ich nach ärztlicher Verordnung auch für ein paar Tage nicht zur Moschee kommen. Wie ich bereits erwähnte, sagen die Ärzte, dass der Eingriff dank Allahs Segen aus medizinischer Sicht erfolgreich war. Beten Sie, dass Allah, der Allmächtige, mir, solange er mich noch am Leben lassen möchte, ein arbeitsames Leben gewährt.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر